Wolf, man sieht, du bist immer wieder der Hahn im Kopf. Genießt du das? Ja, sehr, sehr. Mein ganzes Leben schon. Ich bin sehr zufrieden. Die Damenwelt vergisst mich nicht so schnell. Du warst jetzt ein paar Wochen weg vom Fenster. Wen hast du heute mitgebracht? Das ist Yvonne Wölke. Das ist Miss Germany und eine sehr charmante, nette und kluge junge Dame. Yvonne, was ist denn dran, wenn man mit Rolf Eden ausgeht? Ja, Rolf weiß immer die ganzen Location, wo man hingehen kann. Immer an seiner Seite zu sein, wird man fotografiert. Alle kümmern sich um ihn. Also er braucht eigentlich gar keine Frau an seiner Seite, weil die Frauen hier sind alle heiß begehrt auf ihn. Rolf hat sich gut gehalten oder hat er sich nicht gut gehalten? Was meinst du dazu? Ja, wenn man ihn genauer betrachtet, hat man, also ich finde, er ist noch attraktiv. Besser als Männer im 40 Jahren Alter. Was ist dran an einem Mann, sag ich mal, über 50? Alles, was ein Mann hat, der 30 ist. Nur mehr Erfahrung, nicht? Und besser. Ja, nur mehr Erfahrung und mehr Frauen halt. Rolf, du warst ja lange außer Kraft oder krank. Ja. Wie steht es denn mit deinem Liebesstatus? Ich darf jetzt wieder einmal im Jahr. Manchmal nur Spaß, aber einmal in der Woche darf ich wieder. Wie lange ist die Woche schon um? darüber redet der Gentleman nicht so. Aber in 2-3 Monaten geht es wieder los. Der Arzt hat gesagt, dass ich dann wieder total fit bin und dann kann es wieder die nächsten 100 Jahre weitergehen. Was habt ihr heute noch vor? Oh, wir gehen noch irgendwo sehr gut essen. Wir werden sehen, wo man Madame essen will. Da gibt es ja ein paar sehr gute neue Restaurants in Berlin. Und wir werden uns irgendwo. Und dann muss ich unbedingt im A-Train gehen. Da ist heute eine Jam-Session. Und ich bin ja auch Musiker und da spiele ich ein bisschen mit. Können wir denn in nächster Zeit mal musikalisch wieder was machen? Ja, wir haben gerade was aufgenommen. Wie heißt das nochmal? Ich bin die Tollste. Ich erober die Frauen. Und sowas, ja, genau. Haben wir gemacht. Kommt dann demnächst dann. Ja, ja, das ist schon, haben wir schon aufgenommen. Ja. Hm? Eine sehr schöne Sache. Man hat so ein bisschen Angst vor dem Weg. Die ja. Haben gewibbert, gezittert. Ich weiß. Es war so nett, so viel Herz und so viel Mitgefühl. Also ich war richtig getouched, wie die Amerikaner sagen. Richtig schön. Stimmt das, dass du im Moment auch versucht bist, sogar noch nach irgendwie einer Dame, die dein Herz erobern kann, aber auch eventuell die Mutter deines Nächsten? Ja, ich möchte unbedingt noch eine kleine, süße Tochter haben. Ich habe ja eine Tochter und 6 Jungs. Und nach der Wahrscheinlichkeit müsste jetzt wirklich mal ein Mädel wiederkommen. Und es gibt ja nicht Hübsches und Süßes, es ist also ein kleines Geschöpf.